Kann ich dir untersuchen? Hallo, Freund? Roastbeef. Willst du mich heiraten? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Castlevania 64 Jovi. Und ja, ich habe mich jetzt schlau gemacht und anscheinend, erinnert euch noch an den blauen Blizzard-Typen, anscheinend sollen wir nochmal mit ihm reden. Haha, hast dich festgefahren, Alabatch. Weil er uns dann nämlich aus Hass gegenüber der Person, die ihn in das verwandelt hat, was er jetzt ist, gibt uns den Raum für die Folterkammer. Außerdem habe ich ein bisschen weitergelesen und da hieß es, da wo er ist, ist ja sowas wie eine Steintafel oder irgend sowas, dass man die anscheinend auch in die Luft jagen soll. Was irgendwie, glaube ich, passen würde, weil wenn man ja von der anderen Seite auch kommt, dann kann man nämlich Zaubernitro sammeln. Ja? Und wegen dem Zündstoff hieß es, man muss dann da auf die Kisten hüpfen, um vom oberen... Ah, super, stimmt, weil ich ja gestorben bin. Weil sich auf dem oberen Teil von dem Arsch... Nein! Oh, verdammtes Biest! Habe ich noch was zum Heilen? Heilkristall. Habe ich genügend? Sehr schön. Weil sich ja auf dem oberen Teil von dem... Hör endlich auf! Ich habe sowieso schon schlechte Zeit hier an diesem Ort. Und ihr macht den Aufenthalt wirklich nicht besser. Dass sich auf dem oberen Teil von dem Regal dann diese Zündschnur befindet. Ernsthaft. Wie oft... Ernsthaft, der hat mich jetzt dreimal innerhalb von 2 Minuten gebissen. Ich habe jetzt meine ganzen Kristalle aufgebraucht. Okay, wenn du mich jetzt noch einmal beißt, dann ist wirklich Ende. Dann bin ich bedient. Er hat mich gebissen und ich kann mich nicht mehr heilen. Okay, nehmt mich. Ich kann nichts mehr tun. Ich kann ja nicht mal angreifen. Ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass mir dieser Abschnitt am wenigsten... Ich meine... So oder so, ja, ja. Spiel gefällt mir, aber... Es gibt so gut wie in jedem Spiel... Gibt es irgendeine Stelle, die einfach einem nicht zusagt. Ganz ehrlich, das stürzt runter und... Das kann mich trotzdem umschmeißen. Ja, dankeschön. Es gibt in jedem Spiel irgendeine Stelle, die für jeden Spieler... unschön ist. Und in meinem Fall wird es wahrscheinlich hier das Center sein. Kann ich hier vorbeilaufen? Ich glaube nicht, dass ich die Tür öffnen kann, ohne dass die tot sind, oder? Wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht. Ja, wie wäre es, wenn ihr hochkommt? Hä? Wollt nicht hochkommen? Na, komm doch! Ja, du traust dich auf die Treppe, was? Arsch. Hör auf zu... Geh mir aus der Nase! Yep. Okay, eine ist hinüber. Yep. Hör auf deine Flehe, meinst du zu beschwören? Ich mag kein Haustier. Okay, der zweite ist hinüber. Aus meinem Gesicht! Wo bist du? Hau ab! Nein, nö, nö! Es
ist so. Es ist so frustrierend. Wenn man weiß, den kann man ganz einfach ausweichen. Aber dann kriegt man es nicht gebacken. Das Soufflé fällt in sich zusammen. Hau ab. Hör auf, deine Fledermäuse zu beschwören. Ich will dich angreifen. Du bist mein Ziel. Bitte was? Wieso kann ich sie nicht angreifen? Ernsthaft. Die ist ja nochmal wie ein kleiner Miniboss. Na, dankeschön. Nichts lassen sie fallen, nichts lassen sie fallen. Nö, 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 nö. Warum auch? Warum auch? Das ist ja nicht so, als wäre das jetzt eine große Herausforderung gewesen. Das sollte ja eigentlich ganz einfach sein. Oder? Entschuldigung, das ist wirklich eine blöde Eigenschaft von mir, dass, wenn ich ungeduldig bin oder auch nicht weiter weiß, keinen Plan habe, dann kann ich sehr, sehr leicht genervt sein. Moment, ist mir genervt, hatte ich gerade eben gesagt, oder? Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich dann nämlich Sachen vergesse, wo ich vergesse, ob ich was gesagt habe oder nicht. Okay, von da bin ich gekommen. Den Weg soll ich gehen. Das habe ich gelesen. Da bin ich auf dem richtigen Weg. Erstmal hier den ganzen Lizardmans erledigen. Zack. 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 Ein bisschen zurückgehen und schlagen, zurückgehen und schlagen, zurückgehen und schlagen, Abstand halten und schlagen. Jawohl, ein bisschen bewegen, sodass sie mich nämlich nicht dort angreifen können, wo ich zuletzt gestanden bin. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Jawohligen, jawohligen, so wird das was, so wird das was. Wo ist der nächste? Dankeschön. On one, and two, and then number three, and then number four. Ouch. Ja leck mich doch, du kannst mich mal, du kannst mich mal. So, wer hat noch nicht will, will nochmal. Hey, ich bin der Einzige, der hier rennt. Ich bin der Einzige, der hier seine Position ändert, ja? Du nimmst gefälligst die Peitsche wie eine kleine Schlampe, ne? Lappa. Na, dankeschön. Okay. Ein Gegengift. Brathuhn, wer ist sie hier? Bevor ich jetzt das Gegendift nehme, warte ich erstmal, bis ich hier... Ja, genau, weil sonst wäre ich jetzt nämlich wahrscheinlich wieder vergiftet geworden. Das ist ein bisschen blöd, wenn du halt eine Nahkampfwaffe hast und dann auf jemanden triffst mit einer Peitsche, ne? Zack. Zack. Und check. Bist du schon tot? Okay, ach, das Geräusch, was man hört, ist also das... Ist also... Die Tüte sich öffnet. Verdammt nochmal, verdammt nochmal. Wieso können sie hier nicht ein bisschen häufiger Hühnchen verstecken, ganz ehrlich? Damit es nicht so einfach wird, Joe. Natürlich, natürlich, natürlich. So. Es geht durch. Dann kommt da ja dieser Bowser. Ja, soll ich hier speichern? Wäre das besser? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch schon wieder viele Sachen verloren. Und wenn ich jetzt speichere, dann... ich glaube, ich lasse lieber. Ich gehe einfach durch. Solange es geht. Okay, kann ich einfach durch, ohne mich mit denen zu beschäftigen? Jo, nein, kann ich nicht. Hau ab, nein. Hä? Nö. Hier irgendwo in der Nähe war der Raum mit dem Lizard. Mit dem Lizard-Typen. Hä? Nö. Heppa. Aha. Schneller als das Licht. Als der Lichtblitz. Aha. Dann wurde schon mal erledigt. Die kriegt kein Trinkgeld. Die kriegt was aufs... Nein. Ich meine, einmal beißen und dann verflucht sein, das ist eine Sache.
Aber dann auch noch hier so länger dranbleiben und mir erstmal was von meinem Leben wegnehmen. Ah, ja, ja, ja. Um letzten Angriff hast du mich noch erwischt, du Sau, ne? Gut, welches war jetzt der richtige Weg zum Lizard Man? Achso, hier war nur eine Tür. Dann habe ich das mit dem anderen Mod verwechselt. Ich tue jetzt deshalb auch nicht abspeichern, weil ich erstmal mir einen Überblick beschaffen möchte. Wo ich auch wirklich bin. Und was ich auch gelesen habe, ist, ich kann Rüstung untersuchen. Hä? Ich kann Rüstung untersuchen für Gegenstände. 3, 4. Yep. Wo ich mir denke, das ist wahrscheinlich dann die Schwierigkeit. Manchmal weiß man nicht, ob die lebendig werden. Okay, und 1, 2, 3, 4. Hui. 1, 2, 3, 4. Hui. Das wäre muss, da habe ich schon mal raus. Da nicht. Hier, glaube ich. Oder? Ja, da haben wir unseren Lizard-Freund, der auch wirklich freundlich ist. Und wenn ich jetzt mit ihm rede, gibst mir was. Oh mein Gott, ich habe damals nur mit der Tafel, die Tafel habe ich mir angeschaut, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich bin ein Mensch. Ein Fluch hat mir diese Gestalt verliehen. Bist du Abenteurer? Der macht das mit der Zunge. Ich gebe dir einen Rat. Die Mauersprengung erfordert Nitro und Intendimitat. Deponiere beides vor der Mauer. Das Intendimitat, ja, das ist ein richtiges Wort, entzünde das Nitro zu einer Großexplosion. Nimm den Schlüssel in der Folterkammer. In der Folterkammer hat's Intendimitate. Hier der Schlüssel. Ach. In der Folterkammer finde ich das Zeug. Wie geht das? Leg das Intendimitat mit Nitro neben die Mauer und zünde es. Du brauchst beides. Und soweit ich, glaube ich, gelesen habe, soll man hier, glaube ich, auch was sprengen können? Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin. Oder ob vielleicht diese Mauer gemeint ist, aber keine Ahnung. Naja. Zumindest habe ich jetzt die Info, die ich brauche. Und ich weiß jetzt auch, wo ich jetzt wieder hingehe. Und das Ganze hat mich jetzt ziemlich viele Heil-Items gekostet. 2, 3, 4. Jupp. Ich hoffe, die Vampire bleiben jetzt tot. Machen keine Überstunden. Dass ich wieder gehen kann. Ich weiß. Ich verschwende viele Heil-Items. Aber ich gehe halt auf Nummer sicher. Weil soweit ich beim Rockthrough gesehen habe, mit den Leveln, die jetzt noch anstehen, bin ich, sage ich mal, vielleicht bei gut 2/4, wenn ich... Ich bin schlecht in meinen Schätzen, aber ich würde sagen, ungefähr 2/4 habe ich erreicht. Und ja. Okay, speichern, ja bitte. Dann habe ich jetzt den Schlüssel, habe ich jetzt, oder? Ich sollte checken. Schlüssel für die Folterkammer, gut. Ich sollte wirklich darauf achten, ob ich wirklich dann die Sachen freischalte. Yep. Kann ich dir untersuchen? Hallo, Freund? Roastbeef. Willst du mich heiraten? Das ist ein Geschenk, das mir mein Leben verlängert. Dankeschön. Ernsthaft, wie viel mögliches Roastbeef habe ich übersehen, weil ich mich nicht mit den Statuen beschäftigt habe, dass ich nicht hingegangen bin und mir gesagt habe, guten Tag, ich gebe dir mal die Hand, gibst du mir ein Geschenk dafür? Und jetzt muss ich wieder gegen die ganzen... Gegen all diese Echsen kämpfen. Wobei, vielleicht ist hier ja ein Gegengift drin. Mondkarte, alles klar. Hast du was für mich? Nein, du nicht. Schade. Also es zählt nicht für alle, aber... Für manche. Yep. Nimm die Axt. Nimm die Peitsche. Nein, ich bleib aus deiner Spuckweite. Bleib weg. Okay, ich warte, dass die auf mich zukommen, okay. Aber wirklich. Ein Roast Beef genommen und eins von der Statue zurückgeht, ist es wirklich hier. Perfekt, das Timing, hey. Bleib du weg. Autsch, na, Dankeschön. Danke. Hello again.
Habe ich noch ein Heilkristall? Nein, ich brauche auch kein Heilkristall, ich brauche eine Ampulle. Ich habe keine Ampulle mehr. Die können Ampullen fallen lassen, aber was sagt mir, dass du eine Ampulle bei dir trägst, dass du die im Hintern stecken hast? Weil es sich schön anfühlt, hä? So, die Tür ist offen, aber ich bin vergiftet. Das ist ja wunderbar. Hast du was für mich? Nein? Hast du was für mich? Roter Stein, ja, dankeschön. Roter Stein, habt ihr was für mich? Vielleicht ein Gegengift? Wäre sehr schön. Bitte nicht den Kopf abschlagen, ja? Wäre fies. 300 Gold! Das. Habe ich dir dein Einkaufsgeld genommen? Entschuldigung. Moment, Alter. Doch, ich will in die Folterkammer. Aber ich bin vergiftet. Wie soll ich das jetzt noch überstehen, hä? Ist hier irgendwo was drin, was die Vergiftung aufheben kann? Nein. Autsch. Ja, dankeschön. Das hat mir auch noch gefehlt hier, der Blutvergiftung. Neben der normalen Vergiftung. Der sonderen Blut und sonderen Nerven. Ich meine, ja, ihm steht der Ton. Sieht ein bisschen aus wie Thanos, oder? Und die sind auch wieder da. Alter, es nervt. Wieso werden hier immer alle gespawnt, hä? Werden alle wieder gespawnt. Immer wieder. Na, ja, zumindest ist meine Peitsche besser. Das heißt, die halten nicht so viel aus. Wird bei. Oh, gut. Moment, kann ich vergiftet und... Oh, super. Man kann vergiftet und vampirisiert sein. Warum nicht? Warum nicht? Dein Leben ist schwer genug. Machen wir es doch doppelt schwer. Ich möchte zumindest das Innere von der Folterkammer sehen, ja, bevor ich jetzt dann den Part beende. Ah, die Klappe. Hast nichts gesagt? Ja, dann habe ich es gemacht, weil ich dich nicht mag. Ganz einfach, ja? Yep. Ich brauche nur ein kleines Gegengift. Irgendein kleines Gegengift, bitte. Irgendjemand wird ja wohl Gegengift bei sich tragen. Schlüsselfolterraum verwendet. Ich meine, ich bin ja sowieso schon... Da sieht überhaupt nichts aus. Okay, da haben wir also das Zündzeug. Hast du Gegengift? Sicher, Geld. Sicher, das hilft mir. Der ganze Weg. Jetzt habe ich das hier. Entenimitat nehmen. Jo. Entenimitat erhalten. Kann ich mehr nehmen? Entenimitat inne ziemlich dem Universalheilkraut. Ein Schrei lässt das Zaubernitro explodieren. Ein schreiendes? Das ist eine Alraune. Das kenne ich aus Harry Potter, diese schreienden Pflanzen, die sehr ziemlich die tödlich sein können im Erwachsenenzustand. Das sind Alraune. Oder Mandragro, oder sagt man dazu? Wisst ihr was? Es bringt nichts, hier jetzt weiterzumachen, weil ich jetzt sowieso gleich meiner Vergiftung erliege. Und 1, 2, 3 und vorbei ist. Mit dem Reinhard. Im Schneider, der hat abgeschnitten. Schlecht abgeschnitten hat er. Weißt du was, ich versuch's nochmal weiter für diesen Part, bevor ich jetzt hier wieder eine Pause mache. Roast Beef, dankeschön. Wirklich, du Ritter, du versüßt mir den Tag. So viele schlimme Sachen habe ich in letzter Zeit erlebt hier, ja? Und du zeigst mir immer noch, dieses Spiel bietet mir Momente, wo ich mich gut fühlen kann. Kann ich das da zerstören? Ja. Ja. Nee, anscheinend nicht. Da ist auch nichts drin. Besonders, mir wurde auch gesagt, ich kann zum Beispiel mit dem Sofa, also mit Sofa, kann ich auch interagieren, um Sachen zu kriegen. Also, ganz ehrlich, darauf wäre ich ja nie gekommen. Gut, ich habe eine letzte Giftimpulse habe ich. Wo sind die Typen? Nein. Okay. Ich warte, bis die Deckung offen ist. Hüpperle. Und dann greife ich an. Oder wenn sie ihren Hals in die Höhe schwingen um mich. Autsch. Okay. Ich habe nur noch ein Gegengift, richtig? Hey! Ein bisschen Abstand, Freunde, okay?
Ich habe eine Giftampulle, habe ich, oder? Ich habe gar keine Giftampulle. Das heißt, danke schön. Ich könnte ein bisschen Pussy geben, wenn du nicht tot wärst. Dass der ja wirklich jetzt eine Giftampulle fallen lässt. Vielleicht ein bisschen mehr, ihr knauserigen, ledrigen Viecher. Wie wär's denn? Guck mal da. Das ist das, was ich brauche. So, ich werde mich heilen. Insgesamt heilen, aber erst, wenn ich die erledigt habe. Autsch. Das könnte aber auch früher sein. Jeppale. Na, lässt auch nochmal was fallen. Eine Axt. Haha. Das war's gewesen. Okay. Einmal ein Roast Beef, was ich von dem sehr netten Skelett bekommen habe. Das ist gutes Zeug. Und eine nicht Ampulle, sondern Giftkurambulle. Wahrscheinlich das Gegengift. Das andere enthält das Gift, das enthält das Gegengift. Und mir geht's besser. Dankeschön. Das Blöde ist jetzt, wenn ich jetzt zurückgehen wollte, um zu speichern, würde ich wieder reinkommen und dann würde ich die schon wieder spawnen. Okay, von euch brauche ich nichts. Du gibst mir ja nur Gold. Das Gold kannst du gerne behalten. Jupp, ich will ja sowieso sparen. Jupp. Und jetzt muss ich mich auch nochmal um die Vampire dann unten kümmern. Zumindest, jupp. Ich habe ein bisschen kleines Upgrade, das heißt, es sollte ein bisschen schneller gehen. Wie komme ich da oben hin? Da oben ist was. Wie komme ich da hin? Mit Anlauf! Autsch. Ja, erwisch mich doch im Flug, du Sau. Jep. Da oben ist eine Fackel, aber wie komme ich da hin? Da ist sicher was Schönes, Gutes drin. Aber was? Da werde ich so nicht einfach rankommen. Die Nase juckt. Ja, sehr gut. Aber wisst ihr was? Die Folterkammer hätte ich mir eigentlich größer vorgestellt. Juhu! Nein! Nö. Abstand halten. Abstand, Freundchen. Hä? Abstand. Hup. Ja. Alter, du hast nötig, oder? Wo sind sie? Na, da bist du. Okay, wo ist die Madame hier, Fledermaus? Ja, ist ja. Na, zum Glück geben die mir nicht den Vergifter. Schattest, hörst du wohl auf, mir in den Nacken zu beißen? Du verdammt altes kleines Fledervieh, du. Wo ist sie? Hat sich hier in der Ecke versteckt, hä? Okay. Wenn sie in der Nähe sind, lieber mit dem Messer angreifen. Okay. Okay, danke. Oh. Gott, ist das stressig. Zumindest für mich. Jupp. Mann. So, jetzt raus. Jupp. Achtung. Vorfahrt. Zebrastreifen, schon mal daran gedacht, mein Freund. Ich habe jetzt noch ein Hähnchen. Ich speichere erstmal ab. Jo. Ein halbes Hähnchen. Das könnte mir gerade noch für meine Gesundheit reichen. Wenn ich jetzt in den Raum gehe und es da aufsprenge, ich weiß halt nicht, wird es vielleicht dieses Wesen aufwecken? Wer weiß, vielleicht ist es ja gar nicht tot. Sondern es ist ein Wesen, was schläft. Das habe ich mir nicht angeschaut, falls ihr euch fragt. Warum ich jetzt das so sage. Yep. Zack. Na, warte. Wenn du mich nicht triffst, nicht mein Problem. Halt doch endlich mal die Fresse! Mein letzter Heilkristall. Ich hoffe, das war es dir wert, denn jetzt wirst du sowas von sterben. Wieso stirbst du nicht? Vorher hat er nicht so viel ausgehalten.
Alter, nein, nein. Zum Glück habe ich abgespeichert, sonst hätte ich das Ganze nochmal machen können. Okay, meine Damen und Herren, ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Also, ich kann jetzt in die Folterkammer, kann mir das nötige Entimitat holen, um die Zündung und die Explosion zu vergrößern. Warum will ich das eigentlich? Was befindet sich hinter dieser Wand, was es so nötig macht, es explodieren zu lassen? Hätte mir der Ex-Mann was sagen können, hat aber nicht getan. Hat er keinen Bock drauf. Ansonsten, wie sieht's aus mit meinen Items? Ich habe ein Bratun, ein Roastbeef habe ich noch, einen Heilkristall und eine Giftkorambulle. Geht gerade so. Hilft mir gerade so, über die Runden zu kommen. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Castlevania 64 gefallen. Wenn Sie beim Zuschauen ein bisschen noch auch frustriert wurden, vielleicht genauso gut oder vielleicht mehr als ich, dann tut es mir leid, dass ich mich hier so unbeholfen verhalte. Aber gut, irgendwann musste ja auch ein Moment kommen, wo ich hier wirklich Schwierigkeiten habe. Wahrscheinlich, weil es 2/4 des Spiels sind, ist ein bisschen schwieriger gestaltet als der Anfang. Ansonsten, ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns auf jeden wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jobo. I love to entertain you. Tschüss. Hey, goodbye, und ich brauche erstmal eine kleine Pause. Eine längere Pause machen wir daraus.